Servus meine Imkerfreunde, Viecher, Dattnebe, Stockmeißel und ein bisschen für die Angstmenschen unter euch, so wie mich. Schutzkleidung, jetzt geht's auf zum Imkern. Ja, grüß euch meine Freunde, so können wir das nicht lassen. Das muss jetzt dringendst einmal erneuert werden. Ja, das ist mein Auftauschschrank, habe ich einen neuen bestellt. Das gehört auch mal weg, eine neue Platte drauf, hinten ein bisschen fließend und ja, das, der Boden, das ist nichts, ne? Ja, erst einmal grüße meine Freunde, ich hoffe, ich werde den, ja, ich spiele das ganz einfach dann auch gleich rein. Heute mal ein bisschen anderes Imker-Video, das heißt, die Arbeitsfläche passt nicht, ich möchte einen neuen gebrauchten Boden reinmachen. Und wo ich den Boden her habe, das zeige ich euch jetzt gleich. Ja gut, was soll ich euch sagen? Es halt hier sehr schön. Zimmer habe ich jetzt aufgeräumt, quasi nochmal rausgewischt, dass der Laminat jetzt sauber ist. Das heißt, ich kann gleich verräumen, um ihn dann wieder zu verarbeiten. Es sortiert natürlich gleich diese Stellen aus, die was kaputt sind. Ihr werdet wahrscheinlich das auf der Kamera nicht erkennen. Hier sind die, also im Hauptgiebbereich sind die Böden aufgequollen, genauso wie an der Seite. Das ist da auch da schon kurz an der Seite vom Platz, aber wie gesagt, sieht man jetzt nicht wirklich auf der Kamera. Ja, der neue Boden sollte in ein paar Tagen kommen. Also ganz ehrlich, ich hätte ihn wahrscheinlich drin lassen, aber egal. Ja, also wenn ihr den jetzt nochmal benutzen wollt, dann schaut jetzt ganz einfach an der Seite rein. Und alles da, wo er quillt, die Bretter, was halt dementsprechend kaputt sind, die zeichnet er jetzt eben gleich an mit dem Bleistift und dann könnt ihr die gleich separat schlichten. Ihr spart euch dann beim Aufbau wieder dementsprechend viel Zeit, wenn ihr wisst, das Brett ist komplett in Ordnung und das andere eben nicht. Ja, die Zeit müsst ihr euch nehmen. Ihr braucht halt jetzt beim Rausreißen dementsprechend länger, ich sage mal 10 Minuten fürs Anzeichnen und beim Rausreißen dann auch nochmal länger, aber wie gesagt, das ist kein Verhältnis, wenn ihr den neu kauft. Da kann man sich die Zeit dann ruhig nehmen und die Zeit habe ich ja auch. Ja, und dazwischen tun wir halt ein bisschen waschen. Weil da hinten, wo das Bett gestanden ist, da ist das Ding ja noch einmal frei. Da habt ihr auch kein Brett oder Gittlaminat, sagt man ja. Da wo die Stöße oder irgendwas aufquillt, weil irgendwer irgendwas Nasses hingebracht hat. Ja, nachdem jetzt der Boden jetzt im Keller ist, müssen wir uns mal hier ein bisschen beschäftigen. Ich zeige euch mal rum, was geändert werden soll. Und ja, dann können wir mal anfangen. Wobei ich denke, dass das nicht bloß beim Boden bleibt. Das heißt, das gefällt mir nicht. Der Vorhang gehört einfach mal erneuert. Ich habe den schon ein paar Mal abgekerchert. Ja, muss dann auch erneuert werden. Hier habt ihr den Boden. Das Problem ist bei den Pflastersteinen, ihr könnt nichts wischen. Das Problem hat man ja schon immer. Ich habe das schon öfters angesprochen. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt im gebrauchter neuer Boden rein. Wenn er nicht passt, schmeißen wir dann endgültig weg. Ja, die Arbeitsfläche, die könnt ihr vergessen. Die entspricht sowieso nicht unserer Norm, weil
Das ist nicht dreckig, nein, das ist schon eingesogen, das ist Verpackungsmaterial. Und zwar habe ich mir da bloß eine Rundung hingefräst, übergangsweise. Der Übergang dauert ja jetzt auch schon ewige Zeiten an. Da gehört jetzt auch was Neues hin. Und das, was mich immer nervt beim Abfüllen, das wisst ihr ja auch, ist das da. Ja, das gehört jetzt endlich mal eingepasst, weil wenn wir Boden machen, dann muss das da einfach passen. Das heißt, ein bisschen flexen. Ja, und wie weit soll der Boden gehen? Ich möchte den Boden jetzt bis hier an die Wand dran haben. Natürlich brauche ich jetzt leider Trittschalldämmung. Ja, ich wollte keine machen. Aber der Thompson hat gemeint, da gehört er nicht rein. Ja, und dann möchte ich das bis zur Wand hinter haben und dementsprechend noch einmal ein bisschen, ne? Ich weiß allerdings nicht, wie weit, ob ich jetzt da einen Bock habe, das wegzuräumen oder nicht. Das wird man dann sehen. Ansonsten kommt es bis hinter die Gasflasche ran. Und dann muss das passen, also auch nicht ganz bis vor. Und zwar deswegen, wenn der Stromgenerator raus und reingefahren werden soll, dann muss das auch passen. Und das braucht er keine Unebenheiten drin, da ist einfach zu eng. Ja, dann hätte ich ja mal gesagt, let's do it, ne? Lasst es uns angehen. Ja, also ich tue da ein bisschen im Ausgang flexen. Was er natürlich braucht, ist Augenschutz, Gehörschutz, Handschutz. Und für die Aktion nehmen wir natürlich nicht die Akku, sondern da nehmen wir was Größeres mit 3100 Watt, das was ein bisschen durchzieht. Durchzug. Ja. Und als alter Mann natürlich was zum Knien, damit der Herbert morgen wieder arbeiten kann. Ja, Arbeit halt, ne, nicht Heimarbeit, sondern, ja, ihr wisst, was ich meine. Habe ich natürlich schon wieder mein Kniekissen nicht dabei. Ah ja, den Kopfhörer und das Zeug, ich komme ja auch mal schnell weg. So. Ja komm, das geht. Das geht und das kann man so lassen. Schön, so gut. Das kann man so lassen, Herbert. Könnt ihr mich sehen? Ich kann euch nicht sehen. Jetzt. Und dafür habe ich jetzt mindestens 5 Jahre, nur unter uns, 5 Jahre intensive Arbeit, dass das da passt. Respekt, wer es selber macht. Ich hole mir schnell einen Eimer. Jetzt passt es. Jetzt ist es schön. Ja. Nach 5 Jahren intensiver Arbeit wird dieser Apfeleimer endlich mal drunter passen. Hey, ich bin begeistert. So, ich räume mal auf und dann geht's wieder weiter. Man natürlich immer die eine oder andere Rolle im Keller, ist ganz klar. Also ich zumindest habe das. Und zwar benutze ich das als Verpackungsmaterial für den Honig. Und deswegen kaufe ich da immer eine ganze Rolle. Deswegen habe ich da immer ein bisschen was so auf Vorrat. Eigentlich bin ich ja überhaupt kein Freund von sowas. Aber wenn der Thomas sagt, das brauche ich, dann hat er leider meistens recht. So. Und nachdem der das beruflich macht, klauen wir es halt auch. Also wenn ihr was ausschneiden müsst, dann baut euch so einen professorischen Tisch und ja, dann schneidet es halt dann dementsprechend aus. Also
Also für die Profis unter euch, da dürft ihr nicht hinschauen, weil das ist die falsche Stichsäge, das ist die falsche Technik und es ist auch nicht genau, weil wir machen das ja hier, wie gesagt, im Keller und nicht irgendwo im Hausbereich. Und deswegen brauche ich das nicht ganz so genau machen. Da wird auch nichts aussilikoniert, weil für die, die was den Bunkerfilm anschauen wollen, das ist ein Klappbett. Das kann man nach oben wegklappen. Das heißt, dann hätte der da ein Loch drin. Ich hätte es auch ganz lassen können, hochklappen, aber dann müsste ich die anderen zwei Dinge kürzen. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Deswegen habe ich das jetzt ausgeschnitten. Ja, bevor da wieder immer die Kritiken kommen. So, probieren wir mal da ein bisschen wieder so zu tun, wie wenn wir Ahnung hätten. Natürlich sucht ihr jetzt euch erst einmal so ein Reststück raus. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Boah, das ist ja schon geschnitten. Und das legen wir dann da wieder an. Aber ja, eigentlich wäre es von der anderen Seite, sind mehr Bretter übrig oder Bodengrundstücke, aber gleich. Also, bevor da ein bisschen Missverständnisse aufkommen, aber apropos Missverständnisse, ich muss jetzt noch ein Brett suchen. Und zwar muss ich da ja auch erst einmal wieder reinkommen in das Ganze so, oder wie ich das damals gemacht habe. So oft verlegt man das Zeug ja nicht. Das heißt, einmal ansetzen, reinklicken, so, dann ist das ganze Zeug drin. Dann nehmt ihr natürlich das nächste. Ich habe mir da so ein Stück zurechtgeschnitten, auch von einem Abfallteil natürlich. Dann macht er das mit dem nächsten auch. Das passt da an. Es wird dann an der Kante ganz glatt eingeklickt. Dann habt ihr hier einen Spalt übrig. So. Den Spalt, den seht ihr jetzt neben dem Kamerafuß. Und dann, also so mache ich das, wird das ganz zärtlich rübergeklopft. Bis das zusammen ist.